Okay, und damit willkommen zurück, seid gegrüßt in dem Zwerggnomen und Hobbits und Eggnodons zu einem neuen Part Super Mario 3D World mit dem Zwergfürst und mit Toad. Spielen heute wieder die Toadfresse und machen gleich weiter mit Welt 4.4 bzw. Bindestrich. Abenteuer in den Trampolinbergen. Wings. Das fängt schon top an. Bull. Kann man da irgendwie drauf und dann von oben? Na, eher nicht. Müssen wir ein bisschen gucken, wo wir hinhopsen. Ah, verdammt. Ja, wie man sieht, kommen wir nicht ran. Ein bisschen Zeit kann ich schaden. Oh no. Ich hasse das Level jetzt schon. Arrgh. So, hops. Hops. Oh, und hops. Ich brauche mal hier. Der erste Stern. Puh. Ich dachte schon, ich habe da einiges verfehlt. Ja, Münzen sammeln auf solchen Dingern ist schwierig. Und darauf zu kommen, naja. Nicht mit Toad. Mit Mario vielleicht. Gibt's wahrscheinlich den Stempel. Oder die zweite Münze. Würde ich mal vermuten. Vielleicht kommen wir auch anders rauf. Wie zum Beispiel. Das scheiß Trampolin. Das hätte ich den Stern nicht bekommen. Ach du Schande. Geh kaputt. Alter. Stempel. Alter, ja, den Stempel kriegen, das muss man erstmal schaffen. Boah. Das ist hier schon das Ziel, alter Schwede. Und dann mal ja. Und wo ist der dritte Stern und. Ach, sei es drum. Was soll's. Gar keinen Bock, das Level nochmal zu spielen. Gab schon unangenehmere Levels, aber. Muss nicht sein. Haben wir hier einen Stempel bekommen? Natürlich haben wir einen Stempel bekommen. Okay, einen Stempel würde ich mir noch holen. Den Stern. Den zweiten Stern, vielleicht aber den dritten Stern. Muss jetzt nicht. Ja,
doch weh tun. So, für diese gegen Blätter springen, habe ich mich auch schon öfters gefragt, wie lange die das aushalten können. Wenn Mario das aushält, gegen Blätter zu springen. Und das nicht bleibende Schäden in seinem Hirn hinterlässt. Dass der davon dann gar nicht irgendwo drauf geht, ist ein wahres Wunder. Zeit. Ach komm schon. Die Passage finde ich echt nervig. Nein! Ach komm. Also die Musik erinnert mich ein bisschen an die... an Mario Kart, ja? Mario Kart 8. War es Mario Kart oder Mario Kart 8? Nummer 7. Nummer 7 oder 8? Bin ich mir gar nicht sicher. In die Einkaufspassage, da gab's das. Die Shopping Mall Musik. Und dann mal Vorrat. Das verdammte Trampolin. Räumliche Seen. Stecken. Oh nein. Wir sollten relativ nach vorne, damit wir eine Chance haben, zu springen. Dieser verdammte Stempel. Dann komme ich direkt zum Ziel. Gibt es bestimmt eine Möglichkeit, wie ich weiter und nicht in die Röhre rein kann und dann hier noch einen dritten Stern kriege. Ach, Stempel wieder nicht bekommen. Ja, komm. Lass gut sein. Den einen Stempel werden wir verkraften. Nehmen wir hier mal rein. Wir wollen jetzt nicht den ganzen Part hier in dem einen Level stecken bleiben. Raserei im Rätselhaus. Ja. Keine Zeit. Oh je. Schönste Level hier. Die es durchqueren gibt. Bild. Oha. Oh nein. Holy shit. Wird nicht leichter. Mit kreative Ideen. Auf jeden Fall hier. Ja. Oh Junge. Die haben wir doch schon. Also jetzt bis zum... Na toll. Bis zu die Hälfte der Sterne hatten wir ja schon. Das werden wir brauchen.
Dafür zum Beispiel. Oh nein. Ja. Hab ich vorhin gefailt. Okay. Oh nein. Wir verlieren hier noch alle Leben. Ich bin so ein Rätsel raus hier. Ich hänge mich hier auf. Ich bin auch dran verschwendet hier. Das ist hier noch nicht so, so schwierig. Alles soweit erträglich. Wir müssen aufpassen. Das ist ja mal gar kein Hindernis. Ha! Kann ich daneben springen? Was soll denn der Mist hier? Das ist ja ein paar Gumbas. Okay. Verdammt! Jetzt habe ich doch irgendwie ein paar Mal will ich es noch versuchen. Jetzt habe ich aber irgendwie den Ehrgeiz, es auch zu Ende zu kriegen. Drei Versuche jetzt noch mit diesem. Da müssen wir nicht leider aus zeitlichen Gründen weiter. Wenn wir auch was schaffen hier. In den Parts. Okay, also ich nenne es mit Runterfall Chance. Finde ich mal besonders blöd. Oh nö. Mal aufspringen. Oh nö. Ach komm, lass mal's. Ich hab gesagt drei Versuche, aber ja. Und wir nehmen die Sterne. Kommen wir später vielleicht nochmal wieder. Wahrscheinlich nicht, aber ja. Und jetzt ist lang. Welt 4.5-5. Die verlorene Stadt in der Spike. In den Spike-Bergen. Ah ja. Das Rätselhaus hat uns schon ein bisschen darauf vorbereitet. Galumbas. Kätzchen. Nein! Bin doch blöd. Hätte sogar meine Katze noch hochgekonnt. Ich muss doch was geben. Ja, ein Stempel. Ja, Lumbas kann man halt, muss man halt zweimal treffen. Kastanien-Gumbas. Ja,
immer schön umgucken. Jetzt eventuell schon die erste Sternmünze. Verdammt. Alle Items verloren. Kleiner Tod. Das muss ich jetzt 5 Sterne tut. Okay, auch darauf vorhin mal vorgewarnt. Check the points. Das sind wir wieder groß. Okay, weil das Rätsel ist nicht so schwer. Ich muss einfach nur drüber hüpfen. Kein Problem eigentlich. Lass mal liegen. Puh. Hier geht's nicht rein. Aber oben drauf vielleicht. Und der Katze kämen wir hier hoch. Das ist wahrscheinlich der zweite Stern oder so. Als ob. Einfach runtergelatscht. Ups. Oha. Ich vergaß. Verdammt. Mal mit Konzentration vorgehen. Ich sagte mit Konzentration vorgehen. Oh, Junge. Oder Mädchen. Bin mir da nicht sicher. Bei Tod kann man sich da... obwohl Tod müsste männlich sein. Das ist... es gibt ja Toadette, das ist also, das spricht schon viel dafür, dass Toad ein männlicher Charakter ist. Ein Non-Binary kann natürlich, das spricht da nichts dagegen. Das ist ja, ich weiß nicht, wie sich jeder Toad da identifiziert, da will ich natürlich nichts, da will ich dem Toad nichts sagen, aber das ist, ja. Nein, das sind keine Pilze. Und wer jetzt damit argumentieren will, sind dumme Pilze. Nein, das ist ein Hut. Tut mir leid, eure Kindheit vielleicht ein bisschen zu zerstören, aber Toad trägt einen Hut. Ja, gibt dieses wunderhübsche Bild, das ist, und wenn ihr keine Albträume haben wollt, sucht es lieber nicht, sucht lieber nicht danach. Gibt dieses hübsche Bild von Toad ohne Mütze auf, das ist, wenn man sich so fragt, sucht's nicht googeln, ihr seid gewarnt worden. Ist jetzt alles auf eure eigene Verantwortung. Das ist seit da. Ihr wurdet gewarnt. Tod ohne Mütze. Und schon der Kleine. Oh no. Hier rüber. Check the point. Wenn wir nicht Game Over gehen. Ist
das schon mal was Gutes. Hier links. Links, rechts, links, ganz links, rechts, links. Verdammt. Warten und rüber. Hops. Wieder an derselben Stelle. Skandalös. Eigentlich nicht, aber was soll's. Hilft mir gegen die Stacheldinger. Und der hat schon sehr nervig sind. Ach du Scheiße. Der ging runterhelfen, hilft dann natürlich nichts. Und oben, jetzt links, hoch. Jetzt kommen wir mal die. Und Plätze einsammeln. Das kann man nicht nehmen. Das ist ein Gold-Tanuki, oder? Damit kommt man hier nicht. Natürlich. Soll man vielleicht auch gar nicht. Das ist der Stern. Der dritte. Ja, der zweite war wahrscheinlich dort oben auf der Mauer. Müssen wir mal eine Katze hin. Huch hier. Sehr gut, Level geschafft. Ich nehme einen Stern, gehen wir nicht nochmal zurück. So, schaffen wir noch ein Level. Müssen wir mal gucken. Röhre hier. Jetzt muss ich den nächsten Part reinschneiden. Um jetzt noch gut das Schloss hier zu schaffen. Das wäre jetzt echt nicht übel. Das ist ein Stern. Das erste Versteck der Feuerbrüder. Oha. Ach du Schande. Sehr gut. Na, ab ins Schloss, würde ich sagen, oder? Das ist hier noch ein extra Level. Da ist noch ein extra Level. Oh, ein Geschenk. Ein extra Stempel. Ein Feenhaus. Na dann, zurück hier. Und wagen wir uns mal ins Schloss ran. Würde ich doch das sagen. Rein da. Weltvieh heute abschließen. Boskarumpels Lava-Versteck. Lava-Level. Na toll. Uha, Riesengumba. Da brauchen wir eine Kirschdingens.
Und haben jetzt zwei Leuten drauf zu kommen. Kirsch-Item. Doppelkirsche. Was halt der Mist. Okay, einfach weiter. Oh nein! Gasröhre. Das Ding schmilzt in der Lava. Gasröhre. Das halte ich auch für ein Gerücht. Wie besiegen wir die denn? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auf die draufrollern dort und dann. Ach du Scheiße. Und da kommt man nicht rüber. Keine Ahnung wie. Und der hat eine Glocke. Aber wie? Ja, ich danke. Gleich hier weiter. Sterne haben wir alle verpasst. Jetzt kommt der Bosskampf. Und wir wissen nicht, wie wir das wieder den Sieg. Oh. In die Lava schmeißen. Und auf ihn drauf. Und wahrscheinlich in die Lava schmeißen. Oh, der Controller vibriert. Wie wild. Ah, auf ihn drauf. Oha. Der Controller vibriert. Jetzt gibt es kein Morgen. Okay. Ausweichen, dass ich keinen Katzen habe. Wichtiger als zuvor. Okay, einmal müssen wir noch. Okay, auf ihn drauf. Dein Mund. Ach du Scheiße. Ohne Katze ist das schlimm. Nein. Wir haben kein Item auf Vorrat. Rausspringen und dann hochheben, oder was? Geschafft. Nice. Mit den Münzen. Zeit. Ist sehr wertvoll. So, nun uns die Prinzessin. Nicht die Prinzessin, die ist in einem anderen Schloss. Die Fee. Na toll. Nicht mal goldene Flagge. Aber Fee gerettet. Weltfee abgeschlossen. Level beendet. Welt beendet. Keine Münzen, keine Sterne und kein Stempel. Was soll es? Habe ich schon am Anfang gesagt, darauf achten wir nicht unbedingt. So, auf geht's in die nächste Welt. Die Glasröhre ist errichtet. In Welt 5. Dann gehen wir am nächsten Part hin. Oder in diesem Part, weiß ich nicht, wie ich das schneide. Auf jeden Fall, damit ich nach oben so sich gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Bis dahin, haut rein, ciao.